Da arbeitest du erst. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut, komm mit, Vito. Jojo, machen. Folge Galantis, Mann. Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Na, was ist denn jetzt los? Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Folge. Nee, geh in die Wäscherei und bereite dich auf den Kampf vor. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Wen haben wir denn da? Schande. Den weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Das ist doch cool. Eins ist klar. Ihr Bleichgurken verliert. Egal, ob er gewinnt oder verliert. Das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Oh, ach, liegt er schon auf dem Boden. Nicht in meine Oberschlimme vermöbeln. Ja. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Jetzt mach ihn, Vito. Mach ihn fertig. Das ist deine Chance. Schick ihn auf die Bretter. Jawoll und jawoll. Das war alles? Das war alles, was du zu bieten hast? Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Jo. Hey, mitkommen, Scaletta. Besuch für dich. Oh ja, ich bin auch schon da. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Eine Woche wieder später. Los, los, Skeletta! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Ach, Folge der Wache. Ich wäre schon hinter dir. Brauchst nicht auf mich warten. Diesmal gehen wir hier lang, also. Na, der pinkelt gerade da. Ich weiß nicht, was der macht. Das steht da irgendwie bloß. Soll also einfach hier bloß durchgehen. Okay, gut. Ah, du bist also die neue Putzfrau, hä? Jo. Komm mit. Figlia mia, puttanara, mamma mia, pensaccia tu. Sette pilo, piscaioli, isse vai, isse vene, sempre lupo esce maledene. Sei in capo la fantasia, discolizia mia. Blitzschnell! Hey! Haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Noch einen Scheiß tun und ich mach dir deine Fresse, du Schwein.
ist ja gut. Mann, wir sind echte Kulturbanausen. Ist das eine schöne Arbeit hier, Klo sauber putzen? Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was! Jawohl, richtig schön erstmal reinpissen dort. Das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Ja, ist klar, dass jetzt sofort wieder dreckig ist, da du deinen hässlichen Urin da reingespritzt hast. Mann, Mann, Mann. Wird auch überall so ein bisschen an Licht gespart, ne? Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Okay, danke schön, dass ich jetzt duschen okay, darf. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Darf ich mir jetzt einen Duschplatz suchen? Ach, da, die freie Dusche. Lalalala. Wieso singst du jetzt auch nicht dieses schöne italienische Lied, Vito? Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und auch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ich finde deinen Namen ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart. Ja, das ist doch schön. Jetzt streng mir hart. Da hat er mir gleich... Mehr davon sogar. Ja! Oh. Scheiße, der kann mir was. Ja. Beeil dich, Envy. Wir haben nicht viel Zeit. Na, oh. Ja. So richtig schön hier unter der Dusche. Erstmal so richtig schöne Stiege. Ja! Ja! Leute, schon geht nicht Watt erstmal hauen. Was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Ja, wo ist Frank? Rein mit dir, du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann,
Komm mit. Hals- und Beinbruch. Ja, ich hoffe, ich doch für dich. Ich stehe hier, Schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Das lässt sich immer sofort... Komm her, Tussi! Von wegen. Oh. Nochmal. Fester. Ganz nett, Tussi. Nochmal, du Knirps. Deine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Ja, hast du nicht drauf? Oh, du hast auch nicht mehr drauf. Ja, wahrscheinlich hört ihr mal die Maustaste, die ich so mal wie verrückt drücke. Scheiße, bist du aus Beton? Musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Diesmal sind keine... Ja, diesmal sind keine Wachen da, ne? Jetzt gebe ich dir den Rest. Scheiße. Halt deine Fresse. Oh, der Arme. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir. Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein. Wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Ja, ja. Der Calenti. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Francesca Potenza? Keine Ahnung. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Besuche Joe. Neue Grafik wahrscheinlich. Ja, und ich sag einfach mal, ich mache einfach hier erstmal eine Pause, wenn wir hier die wunderschöne Sonne betrachten kurz. Und ja,
Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Let's Play von Mafia 2. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.